Hallo zusammen, Thomas Hinze hier und herzlich willkommen zur ersten Urban Safari. Eine tolle Möglichkeit, um urbane Natur zu fotografieren, sind offengelassene Industrieflächen und Industriebrachen, weil sich die Natur hier, zumindest für eine gewisse Zeit, ganz alleine entwickeln kann. Und auf so einer ehemaligen Industrieanlage bin ich heute. Und nichts liegt natürlich im Ruhrgebiet näher als ein ehemaliges Zechengelände, so wie hier auf der Zeche Zollverein. Als Weltkulturerbe ist Zollverein zwar keine Industriebrache mehr, trotzdem konnte sich die Natur hier an vielen Stellen bis heute entwickeln, wie sie wollte. Zum Glück für uns Fotografen war hier kein Landschaftsgärtner und kein Forster tätig, um zum Beispiel die Birken hier links und rechts von mir zu pflanzen oder die vielen Kräuter und Stauden, die hier überall rumstehen. Hier gibt es ganz viel fotogene urbane Natur, beziehungsweise in dem Fall Industrienatur. Gleich hier am Ruhrmuseum, am Besucherparkplatz, habe ich schon mein erstes Motiv gefunden, das gerade hier auf Zollverein das Miteinander von Natur und ehemaliger Industrieanlage super miteinander vereint. Und wenn man den Symbolwert oder beim Symbolwert noch eine Schippe drauflegen wollte, könnte man sogar sagen, dass das Bild richtig symptomatisch und typisch ist hier für den Strukturwandel oder eben auch für den Naturwandel im Ruhrgebiet. So, jetzt das erste Motiv ist ein ganz einfaches Bild, super einfacher Bildaufbau. Ich habe wirklich nur zwei Elemente im Bild. Einmal habe ich im Vordergrund hier von diesem Birkenwald so dieses frische Grün und dann im Hintergrund den Förderturm von Schacht 12, der jetzt gerade auch für Zollverein oder auch eigentlich für das gesamte Ruhrgebiet so einen gewissen Symbolwert hat. Und alleine durch diesen einfachen Bildaufbau kann ich diesen Strukturwandel und auch natürlich den Naturwandel, gerade hier auf Zollverein, aber auch natürlich generell so in der Stadt und auch hier im Ruhrgebiet wunderbar rüberbringen, indem ich nämlich einmal im Vordergrund das schöne frische Grün habe, was so wirklich das Bild auch dominiert. Und dann erst im Hintergrund kommt dann so diese Industrieanlage, eben diese ehemalige Zeche Zollverein. So, und um das adäquat zu fotografieren, habe ich mir jetzt das Telezoom genommen, fotografiere das Ganze jetzt gleich mit 135 mm. Eingestellt habe ich das, glaube ich, dann noch zusätzlich Blende 8 und eine 50stel. Bei so diesen Mischverhältnissen vom Licht her kommt das dann ganz gut hin. Und ganz wichtig, ich habe einen Polfilter genommen, denn gerade wenn jetzt die Sonne jetzt wieder so ein bisschen reinscheint und ich möchte noch so ein bisschen Licht drin haben, dann habe ich sehr starke Reflexe auf den Blättern und die nehmen mir die Intensität von dem Grün stark weg. Und um das wegzukriegen, um das mit dem Polfilter auszugleichen, habe ich den Polfilter dann entsprechend eingestellt. So, jetzt für meine zweite Aufnahme brauchte ich überhaupt nicht weit laufen. Ihr könnt es wahrscheinlich noch sehen. Da vorne liegt der Fotorucksack und genau da stand eben auch das Stativ für das erste Foto. Und das Ganze hier ist so ein ehemaliges Gleisbett, wo früher die Kohle Züge lang gefahren sind, um die Kohle und respektive dann auch den Kok später dann Richtung Stahlwerk beispielsweise nach Duisburg zu transportieren. Und so hier so mittendrin in diesem Gleisbett wuchert alles. Ihr könnt das sehen, hier überall Stauden, die hier einfach hochwachsen. Und die haben sich auch, wie gesagt, auch hier wieder ganz natürlich angesiedelt. Also keiner, der hier als Landschaftsgärtner sich vorher betätigt hat. Und das Tolle ist eben, dass man hier auch wirklich so sehr symbolhaft fotografieren kann. Denn gerade dieser Stellbock hier, mit dem früher die Weichen manuell gestellt wurden, der ist inzwischen schon so mitten in diesem Grün, in diesen Stauden. Und auch wieder so ein Symbol dafür, dass sich Natur hier einfach ihren Lebensraum einfach zurücknimmt. Und auch ganz typisch für die urbane Natur. Gerade auch hier, wie gesagt, wieder im Bereich der ehemaligen Zechen im Ruhrgebiet. Aber sowas findet ihr in der Regel auch auf jeder Industriebrache. Also da muss man jetzt nicht unbedingt zur Zeche Zollverein fahren, um sowas zu fotografieren. Egal, überall da, wo ihr alte Industrieanlagen habt, die offen gelassen sind oder wo ihr Industriebrachen habt, da könnt ihr lauter solche Aufnahmen machen, wo die Natur eben dann auch wieder alles überwuchert. So, und die Idee für das Bild ist, auch hier, ich habe jetzt gerade den Förderturm von Schacht 12 immer noch im Hintergrund, denn ich bin ja nicht weit gelaufen. Bin jetzt hier mitten in dem Grün, habe hier unten die Kamera stehen, ganz tiefe Kameraposition, auch dann den Winkelsucher drauf, um dann auch eben von unten schön die Aufnahme machen zu können. Und die Bildidee ist, ich habe es gerade schon mehrfach angedeutet, eben dieses Überwuchernde, die Natur, die sich alles zurückholt, von unten so durch diesen Staudenwald, den wir hier sehen,
in Richtung Schacht 12, der jetzt dadurch, dass ich einen Weitwinkel genommen habe mit etwa 22 mm, natürlich viel, viel kleiner wirkt. Und dadurch dränge ich auch natürlich dann so die Industrieanlage auch optisch nochmal sehr stark in den Hintergrund und stelle natürlich dadurch, dass das Weitwinkel stark verzeichnet und mir das ganze Grün hier wesentlich größer macht, stelle ich diesen starken Gegensatz von Natur und Industrie eben nochmal ganz deutlich dar. Und dann natürlich, klar, hier im Vordergrund auch dieser alte Stellbock, der so als erstes Motiv natürlich im Bild dann zwischen dem Grün dem Betrachter ins Auge springen soll. Und ansonsten, gleiches Setup natürlich wie eben, auch wieder mit Polfilter, denn auch hier warte ich jetzt, dass noch so ein bisschen Licht reinkommt. Jetzt ist gerade wieder so eine Wolke drüber, es ist Schatten und jetzt warte ich einfach nur, dass noch so ein bisschen helles Licht von der Sonne direkt mit Sonnenstrahlen hier reinkommt und dafür brauche ich dann wieder den Polfilter, weil ich dann die Reflexe, die sich dann durch die Sonnenstrahlen hier auf den Blättern sehr schnell ergeben, ich die dann eben durch den Polfilter wieder wegkriege. So, jetzt kommt die Sonne raus und jetzt werde ich mal die Aufnahme machen und ihr werdet gleich sehen, wie das dann im Bild wirklich aussieht. Ich habe jetzt den Standort gewechselt, aber ihr könnt sehen, ich bin nochmal an so eine Gleisanlage gegangen und jetzt stehe ich mitten drauf. Ich stehe genau mitten in dieser Gleisanlage. Also ich habe hier links und rechts die beiden Schienenstränge, die so genau ins Bild führen. Und ich habe die Aufnahme auch absolut symmetrisch aufgebaut, damit man wirklich sieht, wie so die Gleisanlage bzw. die beiden Schienen hier so mitten ins Bild führen, so in die Tiefe des Bildes und da hinten macht die Natur das Bild zu. Und wenn ich die Aufnahme einen Titel geben sollte, dann würde ich die nennen Endstation Natur, weil man in dem Bild wunderbar sehen kann, wie die Natur sich hier das gesamte Gleisbett, diese gesamte ehemalige Gleisanlage komplett zurückerobert hat. Hier wachsen Brombeeren, hier wachsen Erdbeeren, links und rechts wachsen Bäume und am Ende der Gleisanlage stehen auch, wie gesagt, Bäume, die machen wirklich dann auch die Aufnahme zu und da ist dann wirklich auch Endstation. So, und von der Aufnahme her, damit dieses Fliehende, dieses in die Mitte zentral Laufende, damit die Gleisanlage auch wirklich schön so in die Mitte des Bildes läuft und auch vor allen Dingen seitlich das Bild auch seitlich begrenzt, habe ich jetzt eine sehr starke Weitwinkelaufnahme genommen. Ich habe, so stark ist sie gar nicht. Ich habe jetzt etwa 23 mm eingestellt, Blende 11, damit ich möglichst ein durchgehend scharfes Bild bekomme und auch hier wieder den Polfilter drauf, denn wie gesagt, ist unverändert. Die Sonne kommt mal raus, dann kommt sie mal nicht raus und ich möchte ganz gerne auch, dass die Aufnahme machen, wenn so die Sonne wieder so ein bisschen durchkommt, sie muss hier nicht komplett drauf scheinen, aber dass ich so ein bisschen direktes Sonnenlicht habe, dass dem Ganzen noch so einen frischen Ton gibt und vor allen Dingen, dass auch die Pflanzen so einen leichten Schatten werfen, damit man einfach so ein bisschen sieht, dass noch so ein bisschen mehr Tiefe im Bild ist und mehr so Dreidimensionalität ins Bild kommt. So, und damit dann auch da die Reflexe wieder weggerechnet werden können von dem Polfilter, habe ich dann Polfilter drauf, habe den so eingestellt, dass dann die entstehenden Helligkeitsunterschiede auf dem Grün, auf den Blättern, dann durch den Polfilter geschluckt werden. Und auch das Gleiche wieder hier, Stativ, auch schon alleine aufgrund der Tatsache, dass es, wie gesagt, sehr windig ist und ich muss einfach immer ein bisschen warten, bis ich die Aufnahme machen kann und kein verwischtes Grün habe, was ich zumindest jetzt hier bei dem Bild nicht haben möchte. So, ich bin jetzt einfach nur etwa 50 Meter ein bisschen zurückgegangen und möglicherweise könnt ihr das jetzt auch bei der Einstellung hier beim Film schon sehen. Hier unten wachsen Erdbeeren und überall das gesamte Gleisbett, das gesamte Schotterbett hier ist von Erdbeeren bewachsen. Und die blühen auch, beziehungsweise die blühen nicht mehr, die haben geblüht, na, ein paar, hier blüht noch eine. Aber die meisten haben schon diesen Fruchtkörper ausgebildet und die schmecken auch richtig gut. Wenn ihr kennt das von Walderdbeeren, die haben so ein etwas herberes Aroma mit gleichzeitiger Süße. Und genau so schmecken die Erdbeeren hier auch. Hier ist auch so eine schöne rote, ja super, schöne leichte Säure drin. Und die wachsen eben hier, wo früher Staub, Kohle, Koks waren und da hieß früher bestimmt überhaupt nichts gewachsen. Und ein besseres Zeichen dafür oder auch ein schöneres Symbol dafür, dass sich die Natur hier diese Industrieanlage Stück für Stück zurückerobert, kann es einfach gar nicht geben, als dass man hier sogar inzwischen Früchte ernten kann. Hier kann man natürlich nicht nur Erdbeeren fotografieren, wenngleich die natürlich besonders fotogen sind, gerade auch mit diesen schönen roten Früchten. Was man aber gerade hier auch auf so einem alten Gleisbett wunderbar fotografieren kann, ist so die so langsam sich die Industrie oder den Lebensraum zurückerobernde Natur, indem man ganz einfach frontal von oben fotografiert. Und zwar gibt es ja zwischen diesen Steinen von dem Gleisbett oder teilweise hier auch auf dem schon ziemlich alten Holz, auf diesen Holzbohlen,
die die Schienen zusammenhalten, kommen auch schon so nach und nach so grüne Pflänzchen durch, die so dann anfangen zu wurzeln und dann eben so ein paar grüne Blätter bilden. Und sowas kann man wunderbar schön fotografieren, einfach aufgrund des farblichen Gegensatzes. Dieses schwarz-weiße Holz, weil das auch schon so verwittert und ausgeblichen ist, dieses schwarz-weiße Holz und als Gegensatz eben dieser farbige Tupfer von diesen grünen der jungen Pflanzen. Also das kann man super machen und das geht auch wunderbar, indem ihr einfach die Kamera in die Hand nehmt und dann einfach von oben, frontal von oben runter fotografiert, einfach so durchguckt, ein bisschen in der Höhe variiert, bis ihr dann wirklich einen genau den Ausschnitt habt, wo das dann eben auch vom Bild her wunderbar passt. Also da braucht ihr einfach dann nur hin und her laufen, immer so den Blick nach unten haben und da finden sich dann haufenweise Motive, die man dann wunderschön dann im Bild festhalten kann. Ich werde auch gleich noch ein paar fotografieren. Ich habe gerade schon ein paar fotografiert, werde jetzt gleich hier auf dem Gleisbett noch ein bisschen hin und her laufen, noch ein paar weitere Aufnahmen machen. Und ich werde euch die dann am Ende des Videos, mache ich dann noch so eine Zusammenstellung so von einigen Aufnahmen, die ich jetzt heute bei der ersten Urban Safari gemacht habe. Und da werde ich dann so die ein oder andere Aufnahme von dann auch noch mit einstellen. Die Bilder, die ich bisher heute gemacht habe, waren jetzt immer an Standorten, wo die Natur schon relativ viel Zeit hatte, sich zu entwickeln. Dieser Birkenwald, den wir eben gerade hatten und dann eben jetzt auch auf dem Gleisbett, wo schon diese großen Stauden standen, wo schon die Erdbeeren wachsen. Und auch da wird das Ganze schon von Bäumen flankiert. Aber zu so einem Industriegelände, gerade wenn das aufgelassen ist oder zu einer Industriebrache, gehört natürlich gerade auch, dass es Standorte gibt oder dass sich der Standort überhaupt erstmal ganz neu entwickelt und dass es da dann so grüne Farb- oder auch bunte Farbkleckse von Blüten gibt, die so als erste überhaupt erstmal rauskommen und das Ganze mit Farbe ausfüllen. Und so einen Standort habe ich jetzt hier. Das ist zwar jetzt speziell ganz typisch für die Kokerei hier auf Zollverein, aber grundsätzlich findet ihr das an jedem alten Industriegelände oder auch auf einer Industriebrache, wo dann eben so der Kontrast zwischen dem frischen neuen Grün und eben diesem alten, aufgelassenen Industriellen, wo man den dann schön in Szene setzen kann. Und in meinem Fall hier habe ich einen ganz symmetrischen Bildaufbau gewählt. Ihr seht das auch ein bisschen tiefer, damit ich so mit dieser grünen Staude, die da so drin wächst, hier in dieser Koksbatterie, in diesem Koksofen, damit ich die genauso auf Augenhöhe habe. Da brauche ich dann wieder einen Winkelsucher, damit ich mich dann nicht verrenkt und dann vor die Kamera stellen kann, sondern schön entspannt von oben reingucken kann. Pullfilter brauche ich jetzt hier keinen. Die Sonne ist jetzt inzwischen auch komplett weg, da spiegelt nichts. Und für den Rost hier, da spiegelt sowieso nichts, also kann ich einen ganz einfachen Bildaufbau wählen. Wichtig, denke ich, ist aber hier an der Stelle schon das Stativ. Ich kann das aus der Hand fotografieren, aber ich möchte schon, dass diese Koksbatterie ganz symmetrisch diesen Bereich flankieren. Und da ist es dann wirklich schon schön und auch sinnvoll, vom Stativ zu fotografieren, um das dann auch wirklich von der Bildkomposition sauber hinzubekommen. Und ansonsten ganz einfache Geschichte. Einfach, wie gesagt, diese große Fläche mit diesem Rost und eben dieses Loch von dieser ehemaligen Koksbatterie und dann eben das Grüne, was da drin wächst. Also ein Standort, wo man nie geglaubt hätte, dass da jemals noch mal wieder was drin wachsen könnte. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar erste Ideen und Anregungen für eure eigenen Urban Safaris geben, denn Industriebrachen oder verlassene Bahngleise, die gibt es ja schließlich in jeder Stadt. Und wenn ihr auch coole Urban Nature Locations kennt, schickt mir eine E-Mail, dann können wir vielleicht demnächst gemeinsam bei euch vor Ort spannende Bilder der urbanen Natur machen und gemeinsam in einem Video vorstellen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und abonniert RAW.TV, dann seid ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Sender.